Oh, no, 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 no. No, 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 no. Code Red, wir haben den Alpha in der Basis. Oh nein. Mach ihn weg. Friss ihn. Mach ihn kalt. Töte ihn. Oh. Okay, das wird jetzt spannend. Ich glaube aber, wir könnten ihn schaffen. Das sieht ganz gut aus. Wir nehmen nicht viel Schaden. Der kommt nur selten an uns ran. Oh, ist nur ein Level 20er. Okay. Puh. Ich glaube, die Alpha-Raptoren sind jetzt keine Gefahr mehr für uns, wenn sie nicht gerade Level 150 sind. Vielleicht machen wir den zweiten auch gleich weg, oder? Wenn wir eh schon dabei sind. Einmal eine kurze Landung. Und ja, wir haben ein bisschen Hitpoints verloren, aber nicht so viel. Und wir recken echt gut hoch, wenn wir was gegessen haben. Was machen wir denn noch? Haben wir noch Hitpoints? Ich glaube nicht. Wir gehen mal ein bisschen Melee-Damage. So. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ah, Melee-Damage voll. Go, go. Dann machen wir den weg, oder? Das ist dann der zweite. Und ich hoffe mal, dass es dann keinen weiteren gibt bei uns. Hey, du. Das war ganz schön knapp bei uns. Der hätte alle unsere Tiere fressen können. Also die finden auch den Weg bei uns die Treppen hoch. Da müssen wir echt aufpassen. Wir machen so gut Schaden. Ist halt schon nicht schlecht, wenn man so einen fast Top-Level Argy hat. Ganz am Anfang schon. Oh, das ist ein stärkerer. Okay, wir haben hochgelevelt. Wir haben einen Baum zerstört. Komm schon. Da sind noch einer. Ich glaube, wir spawnen nur Alphas. Ich glaube, wir werden die nie los. Wir müssen so ein bisschen auf Stamina gucken, weil das zieht sich so ein bisschen, der Kampf. Oh, oh. Wer wird gewinnen? Wer wird als Sieger hervorgehen? Ich glaube, Iris. Aber es könnte ein bisschen dauern. Oh je. Komm schon. Iris, wir nehmen Schaden. Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Das sind scheinbar stärkere. Okay. Einen haben wir. Level 50er. Wow, und der war schon so schwierig. Ach, der 100er war das, ne? Okay. Der 100er war so hart. Ich glaube, das war der, gegen den wir so lange gekämpft haben. Und der 50er kam dann später noch dazu, ne? Haben wir allen Loot bekommen? Wir haben 2 Archie-Krallen. Ich glaube, wir haben den Loot nicht bekommen. Wo ist denn der Loot? Ich sehe gar keine Taschen. Seht ihr eine Tasche? Die haben gar keine Brotboxen verloren. Das ist komisch. Hab ich den Loot bekommen, oder? Weil es ja Alphas waren. Ah ja, alles klar. Gut. Mann, Mann, Mann. Das war ein bisschen nervenaufreibend. Also Alpha-Raptoren sind gefährlich, durchaus. Wir haben es gesehen, der Level 100er, der hat uns ganz schön eingeheizt. So ein Level 150er wäre für uns immer noch eine Gefahr. Wir haben jetzt ordentlich Hitpoints verloren, die müssen wir dann erstmal wieder hochkriegen. Und wir haben ja schon einen richtig gut hochgelevelten Top Argy hier, ne? Darf man nicht vergessen. So. Den können wir jetzt nochmal hochleveln, weil der hat nämlich 3 Alpha-Raptoren zerlegt. Ich glaube, wir gehen einfach in Melee-Damage. Go, go, go. Und dann ist, glaube ich, leveltechnisch auch nicht mehr viel zu machen. Jetzt sind wir dann bald fertig mit Leveln, nach den ganzen Alpha-Raptoren. Und ich glaube, wir sind dann erstmal hier aufgeräumt. Ich hoffe es. 3 Alpha-Raptoren, das muss nochmal reichen. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr. Ja, erstmal ein ganz herzliches Willkommen an euch. Das war jetzt ein ziemlich verrückter Anfang. Ich dachte, wir würden schon wieder die ersten Tiere verlieren, aber zum Glück haben wir Iris. Iris hat uns da geholfen. Wenn wir Iris nicht hätten, hätten wir fliehen müssen. Dann hätten wir die Basis erstmal, weiß auch nicht, verlassen müssen. Der ist hier einfach hochgetigert. Also wir brauchen ganz dringend Gates. Dafür brauchen wir ganz dringend ganz viel Metall. Das heißt, wir brauchen ganz dringend Enkis. Dann wissen wir schon mal, womit wir uns in nächster Zeit so beschäftigen werden. Und ein Fernglas, damit wir wenigstens wissen, ob es ein 150er Alpha Raptor ist. Oder Kano oder was auch immer. Oder nur irgendwie ein Low Level. Das ist halt schon wichtig. Ne? So ein paar Informationen könnten wir gut gebrauchen. Da müssen wir dran arbeiten. Bevor es weitergeht, erstmal ein riesen Shoutout an euch. Danke für euren mega Support. Wir rasen gerade auf die 30.000 Abonnenten zu. Ganz, ganz lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Wenn euch die Videos gefallen, lasst doch ein Abo da. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall aushelfen.
Und jetzt gucken wir uns endlich mal den Loot an. Der interessiert euch bestimmt auch. Mich nämlich genauso. Und wir haben hier 13 Runensteine bekommen. Das ist wohl was Fjordur-eigenes. Und ich glaube, ja, die kenne ich noch nicht. Es hat sich so ein bisschen was geändert. Ich glaube, das hängt alles so ein bisschen mit den Instanzen zusammen, die es hier gibt. Und da werden wir die dann wahrscheinlich brauchen. Wir heben die auf jeden Fall mal auf und gucken, wann wir die dann brauchen. Alpha-Tiere sind hier wohl ziemlich wichtig und deswegen gibt es die wohl auch so oft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch öfter den Spaß haben, hier gegen Alphas anzutreten. Wir haben 3 Klauen bekommen. Das ist schon mal ziemlich cool. Und ich habe die gar nicht geskinnt, ne? Wir haben die immer gleich aufgefressen. Ist halt schwierig mit dem Archie. Das nächste Mal müssen wir versuchen, einen irgendwie liegen zu lassen und ihn dann zu häuten. Dass wir so einen coolen Alpha-Raptor hier irgendwie auf den Podest stellen können oder so. Das wäre ziemlich nice. Ich weiß noch nicht mal genau, ob man Alpha-Skins bekommt oder ob das dann die normalen Raptor-Skins sind. Das müssen wir eh mal ausprobieren. Ne? Ich glaube, das haben wir noch nicht getestet. Arg ist einfach... Da gibt es immer was Neues auszuprobieren. Okay. Ja, ich glaube, wir starten auch diese Folge erstmal wieder durch und gehen auf Erkundungsreise. Wir haben noch ein paar Tranks dabei. Wie gesagt, wir brauchen ein paar Tiere und sowas. Das wäre, glaube ich, der beste Plan. Ich räume mal so ein bisschen das Inventar auf und dann brechen wir nochmal auf. Die ganzen Alpha-Sachen können wir erstmal hier lassen. Oh, wir haben sogar eine richtig coole Axt bekommen, ne? Das ist ziemlich nice. Wir haben eine grüne und eine blaue hier, Apprentice, mit 149. Die werden wir mal equippen. Das Ding können wir irgendwann auseinandernehmen, wenn wir einen Grinder haben. Ich glaube, ich mache mal so eine Abfallkiste, die wir dann später mit Grinder auseinandernehmen. 137% Bogen. Das ist auch ziemlich nice. Könnten wir fast die Armbrust wegstecken. Oh, so gute Handschuhe. Bam. Riesen-Upgrade. Wir könnten natürlich auch mal die Rüstung upgraden, aber wir brauchen allgemein erstmal so gescheite Ressourcenquellen, ne? Dass sich das wirklich, dass das Sinn macht, da jetzt irgendwie neue Rüstung zu bauen. Sonst muss ich mein ganzes Metall, was ich hier gesammelt habe, direkt wieder verwenden. So, dann haben wir schon mal gleich mal ein bisschen mehr Rüstung. Das ist doch gut. Und wir haben Level Up. Lev ist hochgelevelt. Unser Chibi ist Level 2 geworden. Das heißt, wir haben ein Level. Das können wir in Hitpoints stecken oder in Crafting Skill. Ich weiß nicht, warum ich kein Crafting Skill gelevelt habe. Das ist eine Katastrophe. Brauchen wir unbedingt. Wir schlafen sonst beim Craften die Füße ein. Oh, da ist ein T-Rex unterwegs. Der legt sich mit der ganzen Herde Stegos an. Und da ist ein Alpha-Raptor direkt vor uns. 3 Stegos, ein T-Rex und ein Alpha-Raptor. Ein Alpha-Kano. Gut, wenn es jetzt ein Low-Level wäre, dann würde ich mir vielleicht die XP holen. Aber da wir nicht wissen, was das ist, lassen wir die Finger davon. Das könnte nach hinten losgehen. Wir gucken mal so ein bisschen durch die Berge hier. Also wir sind nicht weit von zu Hause weg. Da unten ist die Basis. Die Statue sieht man von hier leider nicht. Das ist praktisch das zweite Tal hier. Das erste ist das T-Rex-Stego-Tal. Die fallen da gleich runter wahrscheinlich. Und das zweite ist unseres, das Zwergental. Und hier ist dieser wunderschöne bunte Wald mit so ein paar Bergen mit dran. Diese Berge werden wir jetzt mal abchecken, ob es da irgendwie interessante Ressourcen für uns gibt. Da unten sieht so dunkel aus, ne? Was ist der Schatten? Oh, da sind Griffins. Oh nein. Wir müssen einen Griffin mitnehmen. Ich glaube nicht, dass man die bolan kann. Bin mir aber nicht sicher. Wie immer. Wir brauchen dringend diese Netzgun, die einfach alles kann. Das wäre deutlich einfacher. Hier gibt es nicht mal Metall. Was ist denn los? Also ich glaube, wir müssen in irgendwelche Höhlen rein oder so. Ressourcentechnisch ist das die schwierigste Map. Das ist doch eigentlich so eine typische Arc-Regel, dass je höher man fliegt, desto mehr Metall und Kristall findet man. Und jetzt haben wir schon einige Berge abgecheckt und wir haben eigentlich nur Stein gefunden. Was ist denn da unten los? Sind das alles Raptoren? Ja, ne? Das sind alles Raptoren da unten. Da sind irgendwie 10 Raptoren unterwegs. Das ist ja cool hier. Gefällt mir. Okay. Wir fliegen weiter, hätte ich gesagt. Also Priorität ist tatsächlich irgendwie Metallkristall finden.
das mit dem Enki weiß ich noch gar nicht, ob das dann wirklich viel bringt, wenn wir so weit reisen müssen, um Ressourcen zu holen. Bei uns vor der Haustür gibt es zwar das eine Metallvorkommen, aber das ist ja ein paar Minuten abgefahren. Das wird uns nicht weit bringen, ne? Ihr kennt ja unseren Ressourcenbedarf. Der ist nicht ohne. Oh, hier ist das Snowgebiet. Snowbiome. Da unten ist irgendwie so eine Struktur, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Irgendein Tor oder sowas. Oh, ein Mammut. Und hier gibt's Enkis. Wenn es hier Enkis gibt, dann gibt es auch Metall, oder? Enkis brauchen doch Metall. Was ist das denn? Oh, ist das eine Höhle? Das ist bestimmt ein Höhleneingang, oder? Oh. Eine Höhle mit Feuer. Da wohnt jemand. Okay. Ich glaube, wir krabbeln so ein bisschen rein, dass Iris vielleicht sicher ist nach Möglichkeit. Dann müssen wir mal gucken, ob wir wieder aufsteigen können da drin. Ist ja immer so ein Ding mit den Höhlen. Das sind irgendwelche Katakomben. Okay. Iris, warte mal hier. Stell sie mal auf neutral, dass sie sich verteidigt. Und wir gucken mal hier rein, oder? Was geht hier ab? Eine Feuerschale. Irgendwer muss noch in der Nähe sein. Ich sehe nur Stein. Oh, da geht's weiter. Da geht's runter, meinte ich. Da unten ist Wasser. Da schwimmt jemand. Da schwimmen Tiere. Fischis. Die sich ziemlich schnell bewegen. Das könnten Piranhas sein. okay. Das war's dann wohl schon mit der Höhle. Wir könnten jetzt da runter, aber dann kommen wir nicht mehr hoch. Und wenn das Piranhas sind, dann will ich da nicht runter. Da ist noch irgendwie ein Tor. Da links ist ein Gitter oder so. Das ist super interessant hier. Also hier brauchen wir Kletterwerkzeug, dass wir da runter gucken können. Aber das Wasser sieht irgendwie... Das sieht aus, als wäre da ein Durchgang nach hinten, ne? Also vielleicht hat das irgendwie einen Zugang zu irgendeinem See oder zum Meer. Das wäre ziemlich cool. Und dann gibt es noch dieses Gitter da, was auch immer das ist. Aber das wäre jetzt zu risky, darunter zu springen, wenn wir den Ausgang nicht finden oder wenn das alles Piranhas sind. Dann nicht so gut. Das wollen wir nicht riskieren. Also definitiv keine Ressourcenhöhle. Wow, Höhlenlag. Auch kleine Höhlenlägen gerne. Ja, dann gucken wir mal weiter. Also einen Enki würde ich schon gerne mitnehmen. Wir können die ja tragen, ne? Das heißt, wir könnten eigentlich mal den Enkis Hallo sagen. Und wenn die gut sind... Nashorn! Ich will unbedingt ein Nashorn. Aber wie bringen wir das nach Hause? Momentan wahrscheinlich gar nicht, ne? Das sieht aus wie... Kristall! Wir haben Kristall! Wir haben Kristall! Sweet! Wir haben Kristall gefunden! Wir können aber keinen Enki-Sattel herstellen, ne? Moment, das check ich mal fix. Ich glaube, wir können Enki-Sattel nur... Moment, wir haben doch einen Archie dabei. Wir haben doch einen Archie dabei. Archies sind doch OP. So, da sind Mammuts. Und hier können wir auf jeden Fall einen Ankylosaurus-Sattel herstellen. Dafür brauchen wir Fasern und Metallbarren. Kannst du auch Metall schmelzen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das heißt, da müssen wir schon erstmal nach Hause. Das heißt, wir zähmen den Enki danach und sammeln das Zeug selber ein. Okay, dann wissen wir Bescheid. Ich hätte den Enki-Sattel mitnehmen sollen. Egal. Wir nehmen jetzt das ganze Kristall hier mit. So viel, wie Iris irgendwie tragen kann und danach immer noch fliegen. Dann können wir uns endlich mal so ein Fernglas herstellen. Dann wissen wir von nun an auch, mit welchen Alphas wir uns anlegen. Die ganze Sache wird so ein bisschen sicherer. Informationstechnik und so. Und dann nehmen wir noch so ein Enki mit, weil Enkis sind cool. Der kann uns dann beim Flint- und Metallsammeln helfen. Und theoretisch, wir könnten uns ja noch so ein Lasten-Archie zählen, mit dem wir dann den Enki durch die Gegend fliegen und Ressourcen holen, ne? Das ginge auch. Weil wir müssen scheinbar schon immer so ein Stück weiter reisen. Hört ihr dieses Hintergrundgeräusch? Klingt komisch, als wäre hier irgendwas, ne? Irgendwie ein Portal in eine andere Welt oder so.
Irgendwas ist hier in der Nähe. Okay, reicht das? Ich glaube, da oben ist noch ein bisschen was. Das packen wir auch noch ein. Hey, Stachli. Was geht? Du bist Level 20. Okay. Ich weiß nicht. Level 20 ist jetzt nicht so killer, ne? Moment. Ich habe eine Idee. Okay, wir können ihn tragen. Frage geklärt. Wir können den Enki nach Hause fliegen. Das ist schon mal gut. Da oben gibt es übrigens auch Metall. Ich habe schon ganz ordentlich Metall eingesammelt. Wir sind relativ gut beladen. Mehr geht dann nicht mehr. Oh. Hey, Keule. Kommst du mit? Die ist rot-grün. Und Level 140. Ich weiß nicht. Irgendwas ist mit der Map kaputt. Oder ich sollte dringend Lotto spielen. Okay. Iris? Iris passiv? Armbrust raus. Das müsste die richtige sein. Kurzer Sicherheitscheck. Da sind Trank Arrows drin. Und dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Ist ein bisschen gefährlich. Wenn sie da runterfällt, wäre nicht so gut. Aber ich denke, jetzt müssen wir sie erstmal. Jetzt werden wir erstmal loslegen. Es wird ein Weilchen dauern, bis die müde wird. Das ist eine 140er-Dame. Die sind, glaube ich, ein bisschen schneller als die Dödis. Das heißt, es könnte einen Moment länger dauern. Oh oh. Nicht keulen lassen, das tut weh. Und das ist auch gefährlich. Die könnte mich da in den Abhang schmeißen. So, ganz entspannt. Und chillig. Oh, dann können wir ein bisschen so zielen üben. Aber es war auch ziemlich daneben. Ne? Bist du schon... Nein, du bist noch nicht müde. Du kannst noch nicht müde sein. Du bist doch hart im... Nehmen! Okay. Nee. Die war schon vorermüdet quasi. Gib mal die ganzen Pfeile her. Aber sehr schlecht geschossen. Okay. Gut. 4000 Hitpoints. Mann, das ist schon echt gut alles. Wir finden wirklich gute Tiere. Sammeln wir mal so ein paar Measure Berries ein. Ist halt jetzt eigentlich Frevel, so gute Tiere, so... Oh nee, hier gibt's Polovias. Okay, wir holen erstmal Iris. Das ist nicht cool. Iris, du kommst wieder auf neutral und wenn wir angegriffen werden, dann musst du mich retten, okay? Machst du das? Gute Abendmusik. Es wird dunkel. Okay. Jetzt haben wir zum ersten Mal die gute Abendmusik gehört. So, ich denke, das sollte reichen, oder? 52 so Bären? Komm mal mit, Iris. Ich habe Angst im Dunkeln. Und ich habe Angst vor Polovias. Also wir müssen nach diesen Maulwurfshügeln Ausschau halten. Die sind nicht so gut. So. Guten Hunger. Das sieht doch nicht verkehrt aus, oder? Es war einmal ein Mammut, ein großes braunes Mammut. Das stampfte ganz laut und kam immer näher. Da vorne ist es auch immer noch unterwegs. Das Ganze hier ist sehr entspannend. Ich bin absolut tiefenentspannt. Ich sitze hier nämlich schon seit einer Stunde gefühlt. Der andere Enki ist hier runtergekommen. Der Polovia liegt da immer noch rum. Den können wir mal aufessen eigentlich. Es ist ziemlich kalt hier nachts. Ich weiß nicht, wie kalt. Können mal gucken. Es hat minus 13 Grad. Das ist nicht so schön. Aber am Feuer geht's ganz gut. Und das müssen wir aber ausmachen, wenn das Mammut jetzt doch noch näher kommt. Nicht, dass es da reinstiefelt und sich die Füße verbrennt und dann böse auf mich ist. Das kennen wir ja schon. So sind die Tiere. Der steigt ins Feuer und ich bin schuld. Was bist du eigentlich für ein Level? Level 20? Was? Du kannst hier bleiben. Ah, da oben ist noch eins, ne? Wir bräuchten ja eigentlich auch ein Mammut, dass wir Holz sammeln können, ne? Fällt mir nur gerade so ein. Wir können ja mal da hochgucken, was der so treibt. Hm.
Das sieht doch ganz nett aus. Der ist bestimmt gut, oder? Was meint ihr? Du bist 130. 130er Mammut. Aber das bringen wir ja nicht nach Hause. Wie bringen wir das denn nach Hause? Ich glaube, Mammuts können Archies... Nee. Mammuts können wir noch nicht tragen. Das kommt noch im nächsten Patch. Das heißt, wir müssen das irgendwie über den Landweg nach Hause bringen. Was natürlich ziemlich schwierig werden wird. Aber wir könnten das schon mal zähmen, ne? Theoretisch. Aber die sind auch schnell und gefährlich, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber wir können es mal versuchen, weil wir haben ja eh noch Zeit, ne? Ist halt ein bisschen kalt. Und dunkel. Wir sollten es tagsüber machen. Das ist sonst schon ein bisschen risky, weil ich sehe die Maulwurfshügel nicht so gut hier, ne? Okay. Aber wir wissen jetzt, wo es Mammuts gibt und wir wissen auch, wo ein gutes Mammut unterwegs ist. Oh, der Enki ist fertig. Wir haben es geschafft. Nice. Wir haben ein Level 209er Enki. Eine Enki-Dame. Und... ja, die hat ja schon einen Namen, ne? Keule. Unsere Enki-Keule. Oh, die sehen schon ziemlich cool aus, oder? Ich weiß, es ist schon sehr bunt, aber trotzdem irgendwie cool, oder? Und die Zeichnung an den Beinen, das sieht aus, als hätte die schon irgendwie so eine Kriegsbemalung. Also ich glaube, styletechnisch müssen wir da nicht mehr viel machen. Die passt, wie sie ist, oder? Was meint ihr? Super nice. Gefällt mir echt. Jetzt haben wir einen bunten Archie, der bringt dann den bunten Enki nach Hause. Das ganze Holz und Fleisch nehmen wir mit. Können wir direkt mal so zwei essen, ist ja so ein bisschen kühl. Na, dann geht es uns gleich viel besser. Und dann legen wir los, hätte ich gesagt. Keine Zeit zu verlieren. Oh, Moment. Wir können ja noch ein bisschen Metall mitnehmen, oder? Wenn wir den Enki hier direkt auf das... oh, da gibt es auch noch Kristall, ne? Auf das Vorkommen schmeißen. Wenn es ein... oh, er tut's, er tut's. Er tut es. Jawoll. Nice. Ich wollte gerade sagen, wenn es ein Dödi wäre, dann würde er das jetzt abbauen. Er tut's. Ich glaube, jetzt sind wir überladen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Hälfte da lassen. Es geht noch. Es geht noch. Moment. So. Mach das weg. Wo bist du denn hin? Ja, das mit dem Kristall hatte nicht so auf dem Schirm. Mit dem Metall funktioniert das besser. Haben wir noch Metall hier? Das ist Metall. So. Genau, mach das mal weg. Oh, das ging aber schnell. Okay. Das ist auch Metall. Das kannst du auch noch wegmachen. Ist schwierig zu sehen, ne? Ist irgendwie alles so mit Schnee bedeckt hier. Aber das ist, alles andere sind nur Steine. Also es gibt nicht viel Metall. Okay. Ich glaube, das reicht dann auch. Wir müssen uns ja nicht komplett überladen. Wir sind kurz davor, sowieso schon langsamer zu werden. Und es ist stockfinster. Und wir müssen dringend Stamina regen. Okay, ich habe eine Idee. Hier ist es bestimmt safe, oder? So. Super cool. Machen wir hier mal so eine kurze Zwischenpause. Zwischenlandung. Einmal kurz regen. Ein paar Steaks essen. Und dann geht's weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe die Hand vor Augen nicht. Ich habe einfach mal so ein bisschen runtergezogen und plötzlich war da ein Baum. Und dann wusste ich wieder ungefähr, wo ich bin. Das ist schon ziemlich dunkel. Wir können die Fackel eigentlich wegstecken. Sieht man fast mehr. Aber dann sehen wir unsere Keule nicht mehr. Das ist ja auch schade. Da unten leuchtet irgendwas. Da ist eine Fackel. Da ist irgendein Tech-Tier, ne? Was ist das für ein Tech-Tier? Man weiß es nicht. Also wir brauchen so eine normale Fackel. Was ist das denn hier? Oh, das sind leuchtende Wölfe. Das ist keine Fackel. Das da ist ein Yuti. Und das andere sind irgendwie ängstliche Wölfe, die gerade wegrennen oder so. Okay. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück. Aber wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wo wir sind. Ich hoffe, es wird bald heller. Wir haben jetzt gleich 2 Uhr nachts. Vielleicht geht ja der Mond auf oder so. Mal schauen. Yeah, hier ist so ein riesiger Zwillingswasserfall. Das sieht ja auch cool aus.
Hoffe mal, hier ist jetzt kein Alpha T-Rex oder so unterwegs. Kann man hier landen? Was ist das denn? Das ist creepy. Das ist echt creepy. Also hier sind irgendwelche menschlichen Strukturen wieder überall. Da vorne hat was geleuchtet im Busch. Das ist irgendwas Lebendiges, glaube ich. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist ein Alpha. Da ist irgendein Alpha im Busch. Oh, oh. Oder? Wir haben halt kein Fernglas. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Das ist schon echt creepy ohne Fernglas. Das leuchtet sehr Alpha-artig. Und ich glaube, von der Bewegung her ist das ein Kano. Aber ihr könnt mir gerne sagen, was ihr meint. Das ist ein Stego unterwegs. Wir hauen ab. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Das finden wir wahrscheinlich früh genug raus. Da ist eine Rune. Da links. Die müssen wir uns merken. Wir sind, glaube ich, nicht mehr weit von zu Hause entfernt. Da müssten gleich noch mehr Wasserfälle kommen. Dann wissen wir, glaube ich, wieder, wo wir sind. Da steht die Statue. Ich sehe sie. Okay. Und wir haben ja die Fackeln vor der Höhle. Das heißt, das ist dann so ein bisschen hell. Und dann sieht man auch was. Und da unten qualmt es, glaube ich, ne? Oder ist das der Wasserfall? Seht ihr was? Ich sehe eine kleine Fackel, glaube ich. Oder? Ja, ja. Wir sind zu Hause. Da links unten ist die kleine Fackel. Links vor uns. Und wir brauchen dringend mehr Beleuchtung, dass wir auch nach Hause finden. So eine Anflugsbefeuerung oder wie man das nennt. Hier an unserer Landebahn. So, da sind wir. Endlich wieder zu Hause. Ohne Alpha-Raptoren. Super nice. Okay, dann können wir uns jetzt auch endlich die Fackel rausnehmen, dass wir was sehen. Und dann können wir uns so ein Fernglas herstellen. Ich glaube, das geht sowieso im Inventar, oder? Ich glaube, wir haben das Awesome Spyglass. Genau, das haben wir mit dabei. Hide haben wir auch. Dann stellen wir uns das her. Und natürlich ein Enki-Sattel. Enki? Brauchen wir auch so ein bisschen Hide. Wir brauchen dringend mehr Leder. Das ist so ein bisschen Engpass bei uns. Okay. Fernglas. Du bist wo? Ah, auf der 9 hat sich das selber einsortiert. Das ist ja praktisch. Okay. Ah ja, das ist das Fernglas, was man nicht rausnehmen muss. Das ist ziemlich cheaty. Aber auch irgendwie ganz praktisch. Okay, also wir können jetzt jederzeit hier einblenden, was das für Tiere sind. Keule ist Level 209. Super gut. 5000 Hitpoints. Keule ist der attraktivste Enki auf ganz Fjordur. Wo ist denn jetzt der Sattel für Keule? Ja, ich glaube, wir haben echt die hübscheste Enki-Dame der ganzen Map gezähmt. Ich glaube, besser wird's nicht. Yeah. Okay. Ja, dann können wir theoretisch direkt wieder aufbrechen. Oh, Keule kann nicht so viel tragen. Aber wenn ich Keule jetzt das Metall und den Stein und den Kristall gebe, dann geht's wieder. Dann ist es ein bisschen besser. Keule hat ja so einen Gewichtsbuff auf Metall? Auf Stein? Ich glaube auf Kristall nicht. Nee. Okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Gewicht zum Farmen. Und dann brauchen wir natürlich Melee-Damage, dass viel rauskommt. Das ist das Wichtigste. Ein bisschen mehr Gewicht. Vielleicht so auf 600. Machen wir mal 600. Reichen die Hitpoints zum Farmen? Eigentlich schon, oder? Aber ein Enki braucht halt schon 8. Machen wir mal 8, 7. Was geht so einfach? Machen wir mal 9, 9. Ich bin knapp unter den 10. Okay. Und den Rest stecke ich jetzt einfach in Mini-Damage. Wir können später vielleicht noch ein bisschen Gewicht nachziehen. Mal gucken. Aber wenn wir das sowieso alles mit dem Flieger nach Hause bringen müssen, dann ist es gar nicht notwendig, dass der Enki so viel tragen kann. Weil der Flieger kann sowieso nicht so viel tragen wie der Enki. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es wieder gut sein für heute. Wir haben die schönste Enki-Dame von ganz Fjordur gezähmt. Die sieht so cool aus. Also ich komme nicht drüber weg. Der Archie ist ja schon, also Iris ist schon so super schön. Aber Keule, die setzt dem Ganzen echt nochmal hier was drauf. Super geniale Färbung. In grün mit roten Stacheln und so einer weißen Kriegsbemalung. Echt nice.
Das war es aber erstmal wieder aus der Welt von Fjordur. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da, ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.